Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo Männer, ich muss mal noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich hatte jetzt schon versucht, das Video zu machen, aber es hat leider nicht geklappt. Machen wir es nochmal. Und zwar hatte ich bei dem ersten Aufbau einen kleinen Fehler. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal genau gucken, fehlt hier eine Ecke. Und hier auch. Seht ihr das? Und dadurch, ich hatte die quasi so verschalten, und dadurch hat ein Modul weniger gebracht. Das habe ich jetzt so bei dem Aufbau korrigiert. Und ihr seht auch, ich habe hier noch ein bisschen was untergebaut. Warte mal, ich hole es euch mal raus. Also sie stehen jetzt leicht schräg, die Module, und ein bisschen erhöht nochmal. Das war eben auf die Nennleistung erstmal kommen, was die Module haben sollen. Also das wird der richtige 100%-Test. Ne? Ja, da würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Ich tue wieder den... Ihr könnt euch natürlich auch Teil 1 und 2 mal angucken. Ich tue hier wieder die Blende hin, dass ihr was seht. Und wir machen jetzt die Ausgangsmessung mit in der Parallelverschaltung. Und wir müssten ja ungefähr, das sind 0,25 Watt, was die können. Und wir müssten ungefähr auf 0,5 Watt kommen. Dazu sei aber erwähnt, wenn wir die Dioden durch MOSFETs, also eine aktive Gleichrichtung, ersetzen, haben wir hier so gesehen 0% Verlust. Ne? Also in der Ausgangssituation verliert hier parallel theoretisch, so haben wir jetzt messen, kontrollieren, weil eben die Dioden was verbrauchen, aber wie gesagt, könnte aktive Dioden nehmen. Und in dem Fall ist es halt auch extrem, weil das Modul nur 5 Volt Spannung hat oder 5,5 und wir halt 0,2 Spannungsabfall hier haben. Ja, wenn ihr jetzt ein 50 Volt Modul oder 30 Volt Modul hättet, wäre das nicht ganz so krass. In dem Fall hier ist das echt krass. Also das Beste wäre mit aktiven Dioden den Vergleich, dann fällt der Verlust auch noch weg. Ist allgemein besser, aktive Dioden zu verwenden. Das Problem ist, es ist jetzt näher dran und dadurch wird es natürlich auch wärmer. Das heißt, ich muss jetzt einschalten, schnell die Daten nehmen und wieder ausschalten und dann muss ich noch 1-2 Minuten warten und abkühlen lassen. So, das ist jetzt parallel verschalten, 50 Ohm wie gesagt. Schalten wir mal ein. 103 Milliampere bei 5,07 Volt. Ihr seht, fällt jetzt auch schon. Und wir haben jetzt wesentlich mehr als im ersten Test. Ne? Also jetzt, sage ich mal, arbeiten die Module volle Kanone. Und wir rechnen mal 5,07 Volt mal die... Huch! Ich nehme jetzt einfach mal 100 Milliampere. Und da sind wir bei 0,507 Watt. Also Nennleistung, was die Module haben können, beziehungsweise was draufsteht. Wie gesagt, da ist noch der Verlust von den Dioden drin. Ihr werdet es dann sehen, die Reinschaltung müsste in Mühe mehr bringen. Auch als draufsteht, weil hier kein MPPT angegeben ist. Ne? Ich habe ein bisschen die Widerstände ausgerechnet und da sind wir eben näher am MPPT-Bereich. Und dadurch, ja, dadurch kommt eben mehr raus, als was jetzt hier sogar draufsteht. Ne? Gut, also 0,5 Ausgangswert. Und jetzt machen wir mal ein bisschen realistischeren Fall. Und zwar reißen wir einfach mal ein Stück Klebeband ab. Schwarzes. Und wir simulieren jetzt eben mal ein Blatt. Na? Ich hole das jetzt nochmal raus. Und wir tun jetzt einfach mal, na gut, das muss ich dann halt bei der Reinschaltung ungefähr so genauso hinkriegen, hier eine kleine Ecke verdecken. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Also ich habe jetzt hier einen kleinen Klebestreifen drauf. Na? Jetzt schieben wir es wieder genauso rein, wie es war, 100%. Ich habe hier meine Markierung. Und ich schreibe jetzt einfach mal hin Blätter. Ich denke mal, das ist so das Realistischste, was wir machen können. Und in dem Fall auch das Ausschlagkräftigste, was wir machen können. Aussagekräftigste, was wir machen können. Ne? So, jetzt haben wir mit Blättern, sind wir bei 101,6 und 5 Volt. Ja, moin. Vorher hatten wir 103, also es sind annähernd die 0,5
5 Watt. Na? Wir machen es jetzt so, ich klemme jetzt auf Reihenschaltung um. Ich klemme jetzt auf Reihenschaltung um, lass den Bepper drauf, in der Zeit kühlt das jetzt auch wieder ab ein bisschen. Lass den Bepper drauf und wir machen zuerst die Blättermessung bei der Reihenschaltung, dann haben wir es exakt gleich. Ne? Also ich brauche jetzt hier bloß umklemmen und die anderen, die Leerlaufmessung machen wir dann ohne Beschattung machen wir dann danach, damit das jetzt exakt gleich ist. Ne? Gut, ich baue das jetzt nur auf Reihe um und dann sehen wir es gleich wieder. So, jetzt alles auf Reihe umgeklemmt, schon mit Blätterfall. Den messen wir jetzt erstmal zuerst. Und 200 Ohm, genau. Da haben wir 10,5, 3 Volt und 53,4 Milliampere. Ja, Moment, das ist ja gar nichts. Ich glaube, das reicht jetzt noch nicht, dass das durchschaltet, ne? Na gut, wir rechnen mal. 0,9, 3, 4. Das sind 0,56. Jetzt reicht das, glaube ich, nicht, Männers. Ich mache jetzt mal den Pepper ab. Ich glaube, da kommen wir auf denselben Wert. Scheinbar nicht UV. Sicher, oder es reicht nicht. Ich muss wirklich 10% bedecken. Machen wir nochmal. Das jetzt halt ohne. 10,53 und 53. Okay. Da kommen wir auf denselben Wert. Und Reihe hat mehr sogar. Muss man ein bisschen mehr beschatten. So, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, einfach ein bisschen mehr Klebeband drauf. Da hoffen wir, dass es jetzt endlich mal hinhaut. Und wir messen nochmal. Es müsste eigentlich schon ein signifikanter Einbruch sein. Ja, ansonsten gebe ich es dann auf Blätter mehr, schreibe ich jetzt mal hin. Wir messen 8,72 Volt mal 44,2 Milliampere. Jetzt ist schon, denke ich, signifikanter. Also scheinbar die 10-15%, was Robert gesagt hat, das scheint auf jeden Fall zu stimmen. Mal 0,044. Okay, hier haben wir jetzt den Einbruch. 0,383 Watt. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder alles umklemmen und den Gegentest mit parallel nochmal machen. Bis gleich. So, mal schnell durchgekaspert. Bei der Reihenschaltung mit Blätter, sagen wir jetzt mal 10% Beschattung, haben wir 70% Wirkungsgrad ungefähr. Ich bin jetzt mal von 0,55 Watt ausgegangen. Ja, es sind 0,56, ne? Naja gut, mein Gott. Und wenn wir das jetzt mit der Parallel, also das ist die Reihenschaltung, ne? 70% Pi mal Daumen. Und bei der Parallelverschaltung 90%, 20% mehr. Na? Das ist schon ordentlich. Zu viel.